doch allmählich nach was. Ich bin schlecht. Nein. Dir muss erst mal Hornhaut wachsen, das ist alles. Ja. Okay, na los. Das ist es? Ja. Oh, shit. Ich rate jetzt mal. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Keine Ahnung. Ist es ein Dinosaurier? Hör auf zu raten, ich sag's dir nicht. Okay, ist es ein Elefant? Ist es ein Cabrio? Kommst eh nicht drauf. Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufen Kätzchen? Du meinst einen Wurf. Was ist ein Wurf? Ein Haufen Kätzchen. Wieso sagst du da nicht einfach ein Haufen Kätzchen? Ich weiß nicht wieso. Es heißt einfach Wurf. Sei vorsichtig. Alles gut. Wurf? Ah! Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Ich will's schon sehen. Hier geht's lang. Du bist mies. Du schwimmst schon besser. Aber denk dran, nicht rumfuchteln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Ellie, komm her, sieh dir das an. Siehst du den Hirsch dort drüben? Siehst du, da drüben, schau. Ja, ich sehe es. Ja? Sieht aus wie... Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja, eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Du musst hier drunter durchtauchen. Hol ganz tief Luft. Ja, ich kann das. Ist es mein Geschichtslehrer aus der 6. Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Firefly-Terroristen nannte. Wir mussten oft nachsitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Trotzdem. Wieder ein Tauchgang. Wo bringst du mich hin? Ist es ein neues Paar Turnschuhe? Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug. Hier. Okay. Ach, scheiße. Genug geraten. Oh, gut. Aber ist es eine riesige Comic-Heft-Sammlung? Nein,
Warte, ein neues DVD-Set? Ja. Welches denn? Bloß ja. Vielleicht Laserdiscs. Die soll mega sein. Joe. Da wären wir. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Das ist er. Joel! Überraschung. Ach, du Scheiße. Oh, es ist ein gottverdammter Dinosaurier. Der König der Echsentyrann. Na, du Großer? Museum für Naturkunde und Geschichte. Wie hast du diesen Laden entdeckt? Maria. Sie hat mir davon erzählt. Ich dachte mir, dass das was für dich ist. Richtig gedacht. Was ist das? Ein Buch? Ein Dinosaurierbuch. Okay. Schon gut. Das ist ein Velociraptor. Eigentlich ist es ein Deinonychus. Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Ja, zumindest hießen die so in diesen Filmen damals. Oh Mann. Willst du mal? Will ich nicht. Dein Pech. Compsognathus. Großer Name für die Zwerge. Ja, die griffen als Schwarm an. Weißt du das auch aus einem Film? Tatsächlich ja. Aus einem anderen. Nämlich dem zweiten Teil. War aber nicht so gut. Winziger Kopf. Joe, guck. Das ist ein Hut auf einem Saurier. Das ist ein Hutosaurier. Ist das jetzt ein neuer Trend? Bitte lass es keinen Trend sein. Joel. Ellie? Und wie? Du nimmst ihn ab. Mein Geburtstag, meine Regeln. Das Dimetrodon war ein Spitzenpredator.
Was ist ein Spitzenpredator? Der allerkrasseste Predator. Dafür ist er aber klein. Warte, meinst du etwa mich? Galimimus bedeutet Hühnernachahmer. Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind echt doof. Warst du oft im Museum? Ja. Ja, Sarah liebte Museen. Das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum von Texas geschleift. Sieht aus wie eine Giraffe. Ja, da hast du recht. Wirklich reizend. Sag ich doch. Gewusst? Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Oh, sei bloß still. Hey, Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Hallo? Alles klar bei dir? Nein, Merkur, Vater, Venus, erklärt, Erde. Oh, okay, verstehe. Das ist echt cool. So cool. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Wow.
nach dir. Vorsicht. Wow. Was zum Teufel? Oh. Okay. Wow. Wow. Das sind eine Menge Knöpfe. Echt abgefahren. Mann. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleine. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Schließ die Augen. Du wirst es mögen. Okay. T-15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. War das okay? Willst du mich verarschen? Gern geschehen. Na, was meinst du? Sehen wir uns noch ein bisschen um? Ja, okay. Ja. Da vorne ist noch mehr Museumszeug. In dem Gebäude war ich noch nie. Dann los! Und wie genau willst du da hinkommen?
auf mir rumhacken. Komm hier runter. Nein. Hey, wer hat heute Geburtstag? Hör endlich auf damit. Na, dann spring doch mal rein. Wir müssen noch mehr erkunden. Geronimo! Toll. Hey, heb mich da rein. Also, ich weiß nicht. Ich mach die Tür für dich auf. Komm, sei kein Spielverderber. Okay. Jo. Und hoch. Okay, schlechte Neuigkeiten. Irgendein Mist blockiert die Tür. Dann sieh mal nach, ob ich anderswo rein kann. Ich gehe außen rum. Okay, sei vorsichtig. Und du auch. Hier gibt's Dinosaurier. Oh, alles Gute, Kumpel. Der brauchte eine Umarmung. Es ist dunkel hier. Komm raus, Arschloch. Dämliche Fake-Viecher. Ah!
Ellie? Ich bin hier! Was war das denn? Nur irgendein Tier. Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Na komm.